Willkommen zurück im zweiten Teil von Humpis der Talk. Im ersten hat Anke Huber vom großen Turnier in Stuttgart erzählt. Mein nächster Gast ist Markus Heider. Er ist für die Stimmung in Eishockeyhallen zuständig. Bitte schön. Markus Heider ist ein vielseitiger Mann mit noch vielseitigeren Interessen. In der Bereitschaftspolizei Biberach trainiert er die jungen Auszubildenden. Das macht der Ravensburger mit viel Elan und Ehrgeiz, obwohl die Verantwortung groß ist. Die Azubis haben nämlich oft noch sehr wenig Erfahrung mit dem Schießeisen. Aber nicht nur am Schießstand gibt Markus Heider den Ton an. In seiner Freizeit lässt er es mit den Ravensburger Schussergugger krachen und ist als Dirigent immer vorne mit dabei. Eigentlich verwunderlich, dass seine Stimme da noch für seine dritte Leidenschaft reicht. Aber Markus Heider ist wohl einfach ein Sprechtalent. An den Wochenenden heizt er als Stadionsprecher regelmäßig die Stimmung in der Ravensburger Eissporthalle auf. Und das macht er so gut, dass sogar die deutsche Nationalmannschaft auf ihn aufmerksam geworden ist. Seit Anfang 2013 ist Markus Heider deren fester Sprecher. Und damit herzlich willkommen zu Humpis der Talk, Markus Heider. Man merkt schon, wenn zwei Sportler hier hochkommen, die 13 Stufen von da unten, das hat mächtig Schmackes. Du kennst Anke natürlich aus deiner Jugend wahrscheinlich vom Fernseher, oder? Ja, natürlich, vom Tennis. Viele Spiele verfolgt, mitgefiebert, mitgezittert. Ich freue mich, dass ich neben ihr sitzen darf. Und du bist normalerweise zuständig für die Stimmung in Eishockeyhallen. Was ist da genau dein Job? Also mein Job ist im Prinzip, die Mannschaft vorzustellen, zu präsentieren, für gute Stimmung zu sorgen. Und einfach für einen reibungslosen Ablauf im Prinzip vom gesamten Spiel zu sorgen. Wie machst du das? Wie gelingt es dir, das Publikum so anzuheizen, dass es auch richtig mitgeht? Oder machen die das von alleine eigentlich schon? Manche behaupten, ich hätte eine gute Stimme, eine mitreißende Stimme, eine mitreißende Art. Hat er das? Ja. Fishing. Ja. Ja, und dann geht es eigentlich raus aufs Eis und wir haben uns vorher schon unterhalten, wir beide. Bei dir ist es sehr ähnlich wie bei mir. Ich bin ja heute in einer anderen Rolle eigentlich. Normalerweise sage ich die Leute an, jetzt sitze ich auf der anderen Seite und bei mir geht es dann raus aufs Eis. Ich habe das Mikrofon dabei, ja, und dann ist Showtime. Und wenn Showtime ist, dann legen wir ein bisschen Bass in die Stimme und dann geht's los. Gibt es einen Unterschied? Du bist seit neuestem auch für die Nationalmannschaft unterwegs. Man hat dich quasi akquiriert zusätzlich noch. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Zweitligaspiel und einem Länderspiel für dich? Ja, natürlich. Deutlich mehr Aufwand auf jeden Fall wie ein Heimspiel. Ich komme in eine fremde Stadt, in ein fremdes Stadion, fremdes Umfeld. Und es ist eine riesen Herausforderung. Man muss zuerst sich bei allen vorstellen, sagen, ich bin der Sprecher vom Team Deutschland. Hat natürlich auch was Schönes. Man bekommt freie Hand. Mittlerweile habe ich freie Hand vom Deutschen Eishockeybund. Das ist schon eine große Herausforderung. Es geht los beim Bandenpersonal, beim Videowürfelmensch, beim Musiktechniker, bei der Security und. Da sind also der Teil vor den Kameras, quasi vor Publikum, ist eigentlich sogar der kleinere Teil, sondern du bist Organisator von ganz vielen Sachen außenrum. Genau, richtig. Das ist eigentlich mit der kleinste Teil, wenn es dann rausgeht. Da muss alles stehen. Das davor ist eigentlich viel mehr, was ich da machen muss. Und es geht schon los mit den Spielberichtsbögen. Es gibt lustige Namen verschiedener Nationen, die man gut aussprechen muss, sonst gibt es Ärger. Also du machst dich vorher schlau, wie man dann finnische Namen zum Beispiel ausspricht. Zum Beispiel. Ich glaube, du verstehst deinen Job ein bisschen anders als die meisten anderen Stadionsprecher im Eishockey. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also ich selber bin auch Eishockey-Fan. Ich bin mit Herz und Seele dabei. Und wenn ich ein Eishockeyspiel mache und kommentiere, dann möchte ich die Leute mitnehmen. Jetzt, wo ich in Bietigheim war, bei der Olympia-Qualifikation, war zuerst ein bisschen gähnende Leere von der Stimmung her. Ich merke das auch sofort, weil ich mit den Schlittschuhen rausfahre. Und dann muss bei mir die Luft brennen. Dann möchte ich die Leute mitnehmen, dann muss was gehen. Dann muss die Mannschaft muss dann wissen, jetzt geht's los. Ich sage das denen dann auch davor. Ich gehe jetzt raus, mache die Leute heiß und ihr macht einen guten Job. Gut, über den Job bei der Olympia-Quali können wir uns ja streiten von Team Deutschland. Aber an dir wird es wahrscheinlich nicht gelegen haben. Anke, kannst du dir das vorstellen, dass auf dem Tenniscourt jemand wie Markus das Publikum anheizt oder ist der weiße Sport dafür zu fein?
Ja, mittlerweile ist es bei den Mannschaftswettbewerben ja auch schon ein bisschen lockerer geworden und wird schon ein bisschen mehr angeheizt. Also es ist auch Fed Cup oder Davis Cup ist auch immer eine gute Stimmung. Jetzt bei den Einzelturnieren ist es schwierig. Ne? Also da muss man natürlich auch irgendwo fair bleiben. Aber jetzt bei den Teamwettbewerben wird es auch schon etwas lauter mittlerweile. Ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit auch für dich, Markus, oder? Das Fairbleiben. Also gerade wenn man in Ravensburg beim Heimverein auch die Gäste ankündigen muss und einigermaßen fair behandeln muss. Beim Heimverein ist es nicht so schwierig. Da habe ich die Leute auf meiner Seite. Aber bei Team Deutschland ist es sehr schwierig, wenn sie jetzt rausfahren. Deutschland gegen Österreich. Viele österreichische Fans. Da muss man sich wirklich neutral verhalten. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und die Order ist ganz klar da. Neutral und fair soll es sein. Hast du Lampenfieber, wenn du da rausgehst? Da sind immerhin 6.000, 7.000 Leute vielleicht in der großen Halle. Ja, eine Sekunde habe ich Lampenfieber, bevor ich aufs Eis gehe. Ich habe immer panische Angst davor, dass es mich hinhaut auf dem Eis. Da denke ich immer, das wäre richtig. Das einfach lächerlich aussehen könnte. Das wäre richtig blöd. Ja. Wie war das bei dir in deiner aktiven Zeit im Tennis, wenn du auf den Court raus bist? Ist das der Puls, den man dann hat, ist das eher ein Ansporn oder kann einen das auch bremsen? Nee, ist ein Ansporn eigentlich. Also man ist auch am Anfang nervös natürlich, aber ich glaube, wenn man nicht mehr nervös ist, dann ist es vorbei. Also habe ich mir immer gesagt. Also das war mit 26 so. So ungefähr. Nee, aber die Nervosität gehört dazu, einfach um die Leistung aufzubringen. Mhm. Ja. Wie ist das denn im Eishockey? Muss man da auch, Eishockey ist ja eine Sportart, wo das Publikum sehr enthusiastisch ist, sage ich mal. Muss man da auch deeskalieren oder muss man einfach nur anheizen? Manchmal muss man auch deeskalieren, aber relativ weniger. Im Prinzip ist mein Job schon das Anheizen, aber Anheizen immer mit dem richtigen Maß. Also ich schaue schon, dass es nicht überschwappt. Bei Derbys zum Beispiel, jetzt gegen Schwenningen, das ist bei uns in Ravensburg dann so ein Punkt, wo man ein bisschen aufpassen muss, was man sagt, wie man sagt. Ja. Und bei Team Deutschland gilt dann das Gleiche. Verschiedene Derbys muss man auch dann auch aufpassen. Also du musst im Prinzip auch so die Menge, die da um dich rum ist in dem Stadion, auch ein bisschen spüren, wo driftet das gerade hin und dann entsprechend spontan auch reagieren. Wie machst du das bei der Polizei? Du bist ja eigentlich hauptamtlich Polizist und bei der Bereitschaftspolizei in Biberach bist oft bei Großeinsätzen. Du hast mir mal erzählt, dass du als Stuttgart Meister geworden bist, das war glaube ich 2007, auch bei der großen Party zum Einsatz gekommen bist. Erzähl mal, was war da los? Der Schlossplatz, der war gerammelt voll mit Stuttgart-Fans, alle wollten auf den Platz und dann kam es zu Stauungen an den Absperrungen. Und es war kurz vor einer Paniksituation und dann habe ich zum Einsatzleiter gesagt, lassen Sie mich ans Mikro, ich mache das mit den Security-Mikros, die haben wir dann zusammengeschalten. Und dann hat er mich zuerst angeschaut, was will er jetzt? Und dann bin ich rauf, gesagt, schauen Sie mal her, das ist die Polizei, mein Name ist Markus, gehen Sie mal alle 5 Schritte zurück. Und dann sind knapp 100.000 Leute nach hinten gegangen, hat super ausgesehen. Wir haben den Druck wegbekommen von den Schleusen und dann sind die Leute reingegangen. Ja. Danach hat der Einsatzleiter gesagt, machst du das öfters? Dann habe ich gesagt, gelegentlich. Aber eher im Eishockey. Eher im Eishockey. Ja. Und machst du das seitdem immer wieder, wenn solche Situationen kommen? Oder machst du das nicht so oft? Ja, legendärer Einsatz war Stuttgart 21, der zweite große Einsatz, Schlossgarten und dann am Südflügel. Mhm. Dort habe ich dann komplett alle Lautsprecherdurchsagen gemacht. Und habe da eine neue Form der Kommunikation gefunden, um Durchsage zu machen, die nicht mehr Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei, sondern hey, Sie da vorne, gehen Sie doch mal bitte weg. Dankeschön. So ein bisschen die Leute mit einbeziehen. Volkes Stimme. Bitte? Also in Volkes Stimme quasi zu sprechen, das richtig. Kommt an. Genau, ja, ja. Kommt das auch bei der Polizei an? Eine gute Frage. Sagen wir so, insgesamt ist es sehr positiv bewertet worden, ist gut angekommen. Es kann nicht jeder damit umgehen, dass jemand so spricht wie ich. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ich bin ein offensiver Sprecher, also ich gehe relativ offensiv drauf zu. Das merkt man ja ein bisschen. Manche sagen Rampensau. Schwierig. Sagen wir mal schwierig. Also steht weiteren Einsätzen vielleicht gar nicht mal dein Wille im Wege, aber vielleicht der eine oder andere, der sagt, das ist uns vielleicht zu unkonventionell hier in Baden-Württemberg. Das kann ich jetzt so nicht beantworten. Okay, alles klar, dann will ich nicht weiter in dich dringen. Was sind die nächsten Projekte mit der Nationalmannschaft, die anstehen? Ich habe gerade heute noch mit dem Deutschen Eishockeybund telefoniert. Also im Moment rappeln sie sich gerade wieder auf, dass man ja nicht dabei ist bei Olympia. Der Stachel saß tief. Aber jetzt
konzentrieren wir uns auf die neuen Aufgaben. Die Weltmeisterschaft steht vor der Tür, Euro Challenge, Hockey Cup. Mich zieht es nach Krefeld, Regensburg, Selb und weitere große deutsche Städte. Schauen wir mal. Das heißt, es zieht dich dahin. Was bedeutet das? Ja, wirst du Ravensburg untreu? Nein, das werde ich nicht. Auch wenn das ein oder andere verlockende Angebot schon gekommen ist. Das kann man auch wirklich so sagen. Ich habe immer gesagt, ich bleibe meinem Heimatverein treu, weil ich bin in Ravensburg. Ich komme einfach von hier, von der Gegend und werde nicht in die DEL gehen und auch nicht in die Fußball-Bundesliga, obwohl schon Angebote vorliegen. Ich bleibe bei der deutschen Nationalmannschaft, weil das lässt sich eigentlich gut verbinden. Nationalmannschaft ist total eigentlich genau das, was passt. Ravensburg Tower Stars auf der einen Seite, mein Heimatverein, mein Herzblut und natürlich Nationalmannschaft. Besser geht die Kombination für mich im Moment nicht. Kann man davon sein Leben bestreiten, von den Honoraren, die es da gibt? Ja, das wäre ein Aufruf an den Deutschen Eishockeybund. Nein, noch nicht. Ich arbeite dran. Das heißt, wenn es da genug rumkommen würde, könntest du dir vorstellen, auch deinen Job als Polizist an den Nagel zu hängen oder bist du einfach mit Leib und Seele Polizist? Ich bin mit Leib und Seele Polizist, könnte mir es aber auch vorstellen. Oder wenn du da einen Moderator brauchst für hier, dann kann ich da mit einspringen, steig gleich mit ein. Ich bin auch gar kein Ding. Ja, wir könnten einen Sportmoderator gebrauchen, lass uns drüber reden. Also gut, hiermit bewerbe ich mich offiziell bei Hump is the Talk. Vorzeugen. Bin ich dabei. Sehr gut. Das ist gut, also du kannst die Unterlagen hinter den Kulissen abgeben. Das mache ich. Herzlichen Dank, Markus. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg an den Zenit des deutschen Eishockeys. Und dir, liebe Anke, danke ich, dass du auch heute hier warst, den weiten Weg per Zug genommen hast und wünsche dir einen guten Heimweg und alles Gute im April bei deinem Turnier. Das ist auch in diesem Jahr wieder das beste und erfolgreichste Turnier auf der Tour wird. Herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, in 14 Tagen gibt es eine neue Ausgabe von Hump is the Talk. Dann sitzt auf diesem Stuhl wieder mein hochgeschätzter Kollege Joachim Umbach. Wenn Sie möchten, sehen wir uns in ein paar Wochen wieder. Bis dahin, Ihnen eine gute Zeit. Tschüss.